Willkommen bei Sozial- und fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema, was ist Religion? Religionen werden in den Buddhismus, Judentum, Christentum und dem Islam zum Beispiel unterschieden. Es gibt aber noch viel mehr Religionen, zum Beispiel Evangelium, also und apostolisch zum Beispiel, ist auch eine Religion. Die sind hier gar nicht mit aufgelistet. Das sind die kleineren Religionen. Woran glauben die Menschen? Ein Großteil der Menschen auf der Erde glaubt an eine übernatürliche, göttliche Macht. Diesen Glauben nennt man Religion. Die Religion mit der größten Anhängerschaft auf der Welt ist das Christentum. Es wurde vor 2000 Jahren durch Jesus Christus gegründet, der für die Christen der Sohn Gottes ist. Mit seiner Geburt beginnt auch die Zeitrechnung. Das Glaubensbuch der Christen ist die Bibel. Mit dem Entdeckungsreisen gelangte das Christentum durch Missionare, das sind welche, die durch die ganze Welt reisten und das Wort anderer sprachen, an alle Teile der Welt. Etwa 840 Millionen Menschen sind Anhänger des Islam. Sein Begründer war vor etwa 1300 Jahren der Prophet Mohammed. Nach seiner Lehre ist Allah der Schöpfer aller Dinge. Außer ihm gibt es keinen Gott. Mohammed und Jesus sind seine Propheten. Das heilige Buch des Islam ist der Koran. Das Judentum wurde durch Moses verkündet und begründet. Am Berge Sinai beschrieb er die 10 Gebote Gottes auf eine Tontafel auf. Die Juden waren auch heute noch auf den Erlöser, den Messias. Das ist für sie nicht im Gegensatz, zu den Christen Jesus Christus. Die jüdischen Religionsregeln sind in der Tora, dem Talmud, festgelegt, geschrieben. Der Buddhismus ist eine Religion, der in Asien über 300 Millionen Menschen angehören. Sie ist nach Buddha, ihren Gründer benannt. Der Buddhismus, Buddha. Und wer ist Gott überhaupt? Gott ist für die Menschen, die an ihn glauben, ein übernatürliches, höchstes Wesen, das sie verehren. Gott hat die Welt erschaffen und lenkt deren Ordnung sowie die Geschichte der Menschen. Unsere Vorfahren verehrten viele verschiedene Götter, viele Naturvölker glauben an gottesähnliche Kräfte in den Pflanzen, Tieren und Flüssen. Die christliche, die jüdische und die islamische Religion kennen nur einen Gott. Und wohnt Gott in der Kirche? Da hat er aber viele Häuser. Alle großen Religionen haben ein Gotteshaus, in dem die Gläubigen zu Gott beten. Hier ist Gott für sie anwesend. Kirche nennt man das Gotteshaus, in dem sich die Christen versammeln, Anhänger des Islams finden, sich in der Moschee zum Gebet quasi zusammentreffen. Bei den Juden findet der Gottesdienst in der Synagoge statt. Tempel nennt man das Gebäude, in dem die Völker, die nicht mit dem Christentum, dem Islam oder dem Judentum anhängen, ihre Gottheiten oder Ahnen verehren. Also Tempel ist der Raum der Verehrung und die Kirche ist quasi die Synagoge bzw. die Moschee, wo gebetet wird. Das war zum Thema Religion. Religionsanpassung in Deutschland. Man hat ja viele Integrationsfälle und da muss viel gearbeitet werden, dass die Religion der anderen quasi nicht verletzt wird,
dass aber das Verhalten, die Rechte und Gesetze auch in religiösen Bereichen hier besser angepasst werden, damit keine Missverständnisse entstehen. Das war's, bis dahin noch viel Spaß und tschüss.